Grüß euch, Leute, Tauto wieder hier und willkommen bei The Witcher 2. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, dass ich euch bis hierher mit dem Würfelpoker spiele, das habe ich auch gemacht. Und wir versuchen jetzt mal gemeinsam ihn zu besiegen, um den Trollkopf zurückzugewinnen. Ich würde gern würfeln. Also, spielen wir? Ja, lass uns würfeln. Jetzt zeige ich euch den Schmäh, seht ihr mal? Hier ist dann alles schön benannt. Braucht ihr nur leicht nach vorne und dann habt ihr normal immer eine großen Wurf. Hier zum Beispiel habe ich schon mal drei gleiche. Sprich, ich würfel nochmal mit den beiden. Was hat er? Er hat ein Paar mit die vier. Ah, er hat zwei Paare, okay. Erhöhen wir nochmal. Hoppala. Ah, eben Full House. Auch nicht schlecht. Ich wollte eigentlich ein bisschen davor tun, aber war ein bisschen zu leicht. Was hätte er gehabt? Er hätte jetzt einen Dreier gehabt. Okay. Dann hätte er aber einen höheren Dreier gehabt, als er so Glück gehabt. Du bist gut. Da hast du dein Geld. Ich höre, du handelst mit Fallen. Stimmt, und nicht nur damit. Ich hätte statt des Geldes gern was anderes. Bitte, such dir was aus. Ich nehme mal den Kopf der Ich Trollin. will den Kopf der Trollin. So. Dann schauen wir noch einmal zum Troll. Ob uns das dann was in die Belohnung von ihm einbringt. Kurz zwischenspeichern. Dann weiß ich nicht. Mir kackt gerne. Ich weiß auch nicht warum, aber es stürzt immer gerne ab, das Spiel. Hoffentlich, dass es jetzt besser heilt. Und dann haben wir eigentlich eh nicht fast keine Nemesis. Obwohl, doch, wartet. Mit Sigi war das noch was. Der Fight Club. Dann können wir uns der Hauptstory widmen. Wo ging's schnell runter? Ja. Mal schauen, ob das was bringt. Du kommst zurück? Warum? Ich habe den Kopf deiner Frau gefunden. Weib mein, ich vergesse dir nie. Du kriegst Belohnung. Okay. Schema Jägerrüstung, okay. Der hat ein Schema hat uns gegeben. Hier, Schema Jägerrüstung. Reduktion Magieschaden plus 3. Einschussresistenz plus 30, Blutresistenz plus 30 und Giftresistenz plus 30. Das hört sich ganz gut an. Was kann unsere? Die ist um einiges besser. Leute, wir gehen die mal kurz herstellen. Das habe ich zum Beispiel vorher noch nie gemacht, dass ich ihm einfach den Kopf zurückgebracht habe. Da ich wusste, dass das Würfelspiel ein bisschen nicht ganz fair ist, aber mit dem Trick kann man das ganz gut überlisten. Und wie ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt, sehr viel Geld damit machen. So. Also die Rüstung holen wir uns noch, dann müssen wir eh die Zeit abwarten bis zum Abend, dass wir dann Sigi vor der Kneipe treffen. Ah ja, richtig. So. Muss ich aber noch zurück in die Schenke. Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Buck's aus. Was essen Hexer eigentlich?
Polier in die Fresse! Glaubt's nicht so. Ist lieber nee, auf. Komm. So. Das waren 14 du oder waren es 16? Warte. Wo sind die Schemas? Hier. Hier, Jägerrüstung. 14 Dux, 16 Leder und 6 Pechdraht. Okay. Müsste ich doch haben. Mehr als genug. Was man jetzt alles so findet beim Plündern. Pechdraht 6 Stück. Na komm. Und. Nee, nicht solides Tuch, sondern nur normales Tuch. Was ist das jetzt? Ah, hier. 14 waren das. So. Jägerrüst. Ja. Sehr gut. Dann gehen wir die mal da herstellen. Ja. Schmied, bist du? Gut. Was kann ich für dich tun? Stell einen Gegenstand her. Hier. Herstellen. Was will ich noch? Was sonst? Reißzahn ist ein. Achso, ist eine Falle. So. Ziehen wir uns mal die Rüstung an. Und auch drei Aufwertungen. Dann hauen wir doch mal die rauf. So, noch. Kettenringen hört sich doch ganz gut an. Ja, hört sich doch ganz gut an. So, dann haben wir doch ganz schöne Werte und wir sehen sie uns mal von außen dann. Die Preise bleiben wie sie sind. Ich trete der Zunft nicht bei. Basta. Überleg es dir gut. Die Zunft kann mich mal. Meine Waffen sind besser und ich bleib bei meinen Preisen. Schade. Ich rate dir, das zu überdenken. Die Zunft hilft und bietet Schutz. Es passieren ja dauernd Unfälle. Ein Feuer in der Schmiede, eine gebrochene Hand und schon läuft der Laden nicht mehr. Was? Du drohst mir, du Sausack? Raus! Lass dich nochmal hier blicken und du kannst der Zunft der Geister beitreten. Oha. Was bist du für ein Typ? Wunderbare Dialoge hier bei The Witcher. So. Sie ist noch nicht da, also müssen wir leider noch ein bisschen die Zeit abwarten. Ich glaube, bis Mitternacht war das. Dann ist er sicher hier. Ja, da ist er schon. Auf wen fällt denn da Sigi Königs Blick? Hast du dir die Sache überlegt? Ich bin bereit. Unterwegs erkläre ich dir alles. Jetzt rede. Weißt du, wofür Flotsam berühmt ist? Habt ihr das gesehen? Für gar nichts. Da irrst du dich. In Pontartal gibt es nur zwei Städte, die einen Besuch wert sind. Bonda, wegen der hübschesten Mädchen im ganzen Norden. Und Flotsam, weil dort die besten Kämpfer organisiert werden. Wer organisiert sie denn? Offiziell keiner. Aber wenn man sich gut umschaut, findet man Erstaunliches. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Ich setze auf meine eigenen Kämpfer. Halt! Erkennst du Sigi König nicht? Dich kenne ich, aber der andere? Der sieht gefährlich aus. Wie alle Kämpfer von Sigi König. Der Bauer, den du neulich angeschleppt hast, wurde nach einer Viertelstunde völlig demoliert wieder rausgetragen. Diesmal ist es anders. Wart's ab. Der Kommandant höchstpersönlich wird ein Vermögen auf ihn setzen. Na schön, ich kann ihn durchlassen. Aber seine Waffen bleiben hier.
Von mir aus? Schon bist du ein reicher Mann. Deine Sachen warten in der Kiste am Tor auf dich. Es gab leider keine andere Möglichkeit, sonst lasst uns nicht rein. So. Ziege, gehst du los? Loredo. Höchstpersönlich. Erlaubt er die Kämpfe? Erlauben? Er organisiert sie. Hier werden Riesensummen gesetzt. Ich hatte zuletzt ein bisschen Pech, aber du wirst die Leute daran erinnern, wer Sigi König ist. Enttäusch mich ja nicht. Mhm. Ja, Sigi, es wäre schön, wenn du vorausgehst. Aber erstmal Loredo ausräumen. Oh, geht nicht. Achso, blöd. Die sind nur Gegenstände, was man umwerfen kann. Kann man hier was plündern? Ah, nur Blumen. Holzklotz, Holzklotz. Hier hinten komme ich, glaube ich, noch nicht rein. Ah doch, aber dazu später. Das wäre ein bisschen zu voreilig für die Quest. Ja, es ist dann für eine Quest. So viel kann ich schon mal sagen. Aber wenn ich schon hier alles plündern kann im Vorhinein, mache ich das natürlich. Und wenn Sigelig sagt, dann erst recht. Geht hier hinten noch was? Ja, Kräuter. Und eine Kiste. So, da ist Sigi. Ah, verdammt, ich habe schon wieder vergessen, Steam offline zu schalten. Egal. Gib's dir mal! Sigi, der Narr ist zurück. Und was für eine Rückkehr. Mein Kämpfer wird mächtig von sich reden machen. Der Ungeheuer-Töter? Wie hast du denn den zu dieser Prügelei überredet? Sigi König hat seine Mittel. Das klingt spannend. Wir machen Flotsam berühmt für seine Faustkämpfe. Sie werden Lieder von Sigi und Geralt singen. Gewinn du nur. Ich kümmere mich um den Rest. Bist du bereit? Was kommt da? Na, da gibt es ich bin bereit. Großartig. Du wirst mich noch auf den Schultern tragen. Dein erster Gegner ist der Trockner. Sie nennen ihn so, weil er sämtliche Säfte aus seinen Gegnern drischt. Vielleicht macht er sich gleich nass. Lass dich nicht unterbuttern! Diese Dialoge, sag's euch. Gib's dem Arsch! Lass dich nicht unterbuttern! Na, ist okay. Schön, also finde ich schon. Klopf ihn durch! Dem hast du die Gesichtszüge neu sortiert. Wer ist der Nächste? Mitko Einschlag. Normalerweise reicht ein Schlag von ihm aus. Bin auf den zweiten gespannt. Viel Glück! Lass dich nicht unterbuttern! Ihr seht, sehr simple Tastenkombinationen. Aber sehr, sehr cool inszeniert. Klopf ihn durch! Gib's dem Arsch! Na komm, geh doch mal die Knie, hä? Du bist die Entdeckung meines Lebens. Wir sind also füreinander geschaffen. Und ob? Aber vor uns liegt noch ein langer Weg. Dein nächster Gegner ist Schniegel, der Fransenschwanz. Nicht so beliebt? Trägt gern Kleider mit Troddeln. Letzten Monat hat er seinem Gegner ein Ohr abgebissen. Dann mal her mit dem Fransenschwanz. Klopf ihn durch!
Den haben wir nicht mehr. Ich sag's euch. Gib's dem Arsch! Wieder der gleiche Ruf? Klopf ihn durch! Nice. Lass dich noch ein einziger und wir sind reich und berühmt. Wer diesmal? Stanek. Es braucht 4 Leute, um ihn umzuhauen. Den schaffe ich mit links. Unterschätze ihn nicht. Hexe, tritt näher. Großartige Technik. Danke. Der letzte Kampf steht bevor. Und alle setzen auf den Favoriten. Auf dich. Außer mir. Was willst du, Loredo? Stanek muss gewinnen. Dann sind wir die wahren Gewinner. Ein Drittel des Einsatzes gehört dir. Das ist kein Vorschlag. Nee. Ich verstehe. Du bist ein Betrüger. Deine Meinung interessiert mich nicht. Du sollst den Kampf verlieren. Verschwinde, alter Mann. Gib's dem Arsch! Versteht nämlich, der Mönchsverschnitt ist nämlich der Fort Champion. Klopf ihn durch! Lass dich nicht unterbuttern! Oh, komm, verdrückt. Erzähl dir mal, was passiert, wenn man sie verdrückt. Gib's dem Arsch! Ah, ist gut. Cooler Finish. Lass dich nicht unterbuttern! Bezahl. Da hast du dein Geld. Die Wachen bringen dich zum Tor. Das wirst du bereuen. Ja, ja. Meine Nase hat's ja gesagt. Gewonnen. Gib mir, was mir zusteht. Zuerst das Vergnügen. In jeder Kneipe freie Runden. Ganz zu schweigen von den Mädels. Bumst sie für mich mit. So. Mein Schwert. Jetzt kann ich wieder alles nämlich zurücksortieren. Das ist ein bisschen... Ein bisschen aschig, aber was soll man machen? So ist es leider mal. Schuhe und das habe ich schon alles. Passt. So. Kann ich gleich hier weitermachen mit der. Was ist? Der Kommandant will mich sprechen. Waffe hier lassen und reingehen. Pass bloß gut auf sie auf. Sie ist sehr wertvoll. Warte, Wolf. Ich habe auch mit dem Kommandanten zu reden. Wird's heute noch was? Hör mal, du. Ich bin Offizier. Du ein gewöhnlicher Gemeiner. Wenn ich will, dass du... Rosch, komm schon. Ja, da konnte ich gleich 1:1 in die andere Hauptquest. Der Truppe kann Loredo die Anlegestelle gegen keinen besoffenen Holzfäller halten. Von Jorvet gar nicht zu reden. Die Balliste. Dieser Sack hat die Balliste. Weißt du, was für eine Waffe das ist? Mhm. Rahmen mit federnden Eisenplatten, Rosshaarsehne. Das Ding kann schwere Bolzen 1000 Schritt weit schleudern. Man kann sie 2-mal pro Minute abfeuern, aber nicht 2-mal dieselbe Stelle treffen. Wegen des Rückstoßes, habe ich gehört. Du kennst dich aus? Ich kannte jemanden, der Bescheid wusste. Wie dem auch sei, ich muss sie unschädlich machen. Sonst sind wir Loredo ausgeliefert. Die sind alle sturzbesoffen. Ich provoziere die Wache. Langsam, Rosch. Nicht gleich die nächste Keilerei. Solange die Balliste ballern kann, segelt keiner ohne Loredos Erlaubnis den Ponta entlang. Ich kümmere mich drum. Du geh was trinken.